Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht immer wieder super, Leute. Ich werde mir in diesem Video Süßigkeiten gönnen. Ich war gerade beim Supermarkt, die ich hier nur auf Madeira gefunden habe und unter anderem halt auch typisch portugiesisch bzw. madeirianische, kann man das sagen, Süßigkeiten. Wir haben hier eine Sache, damit können wir ja mal anfangen. Bolo de Mel soll typisch sein für Madeira, ist so ein Honigkuchen. Hat mir gerade so eine Dame im Supermarkt im Vorleben einfach irgendjemand angesprochen, meinte so, yo, kannst du mir so einen Tipp geben, was hier so typisch ist für Madeira? Und dann meinte sie, ja, hier Honigkuchen, Honeycake. Ich würde sagen, probieren wir einfach mal. Unter anderem gibt es auch eine sehr geile Ben & Jerry Sorte, die ich so noch nie gesehen habe. Also das sind safe auch Sachen, die es in Deutschland manche Sachen vielleicht gibt, aber Digga, in irgendeinem Supermarkt. Also nehmt mich bitte nicht komplett jetzt hier hops, wenn eine Sache ihr schon mal irgendwo gesehen habt. Boah, Digga, der riecht nach Spekulatius, schaut jetzt mal an. Boah, jetzt sollen wir gleich mal Thumbnail machen? Machen wir gleich mal Thumbnail hier, würde ich sagen, auf ganz entspannt. Ah. Ja, so, wir schneiden mal diesen Kuchen hier an und nehmen uns mal so ein Stückchen hier raus. Riecht wie so ein riesiger Spekulatius Kuchen, würde ich jetzt mal sagen. Schaut der Spaß aus. Aber ich wüsste aber auch mal gern so den Zusammenhang davon, womit man das isst oder warum die das essen. Boah, schmeckt aber ganz geil, Alter. Nom nom nom. Richtig zuckersüß, wie ein extrem großes, süßes Spekulatius-Stück. Honig schmeckt man ehrlich gesagt sehr wenig. Also weiß nicht, was er mit Honig zu tun haben soll. Aber oben so eine schöne Schicht drüber. Also ich würde es tatsächlich wie so ein Weihnachtskeks, wie so ein Spekulatius vergleichen. Ein sehr, sehr groß und noch süßer. Aber würde ich einfach probieren, wenn ihr mal hier seid. Das hier, das kennen wahrscheinlich manche von euch. Das hier ist Brisa. Das hat mir Evanio empfohlen. Das soll sehr gut sein. Ich bin mal sehr gespannt. Das hier ist quasi die Fanta von Madeira. Original of Madeira. Probieren wir es mal. Boah, die schmeckt geil. Ach du heilige Scheiße, schmeckt die gut. Das Ding hier ist super wild. Nach Brise hätte ich nicht gedacht, dass die so geil schmeckt. Im Geschmack Maracuja. Wirklich, als hätte man so einen super geilen, frischen Maracuja-Saft mit Fanta gemischt. Maracuja kommt hier unter anderem auf Madeira angebaut. Also die gibt es hier super frisch. Sheesh. Ist auch mit Zucker. Schmeckt sehr, sehr gut. Oh, die ist wirklich köstlich. Also die ist wirklich sehr, sehr köstlich. Sehr, sehr, sehr geil. Oh, Leute, wir müssen eine Sache probieren jetzt, bevor es ganz, ganz, ganz weich wird. Und zwar das legendäre Ben & Jerry's. Das hier ist eine Sorte, die habe ich noch nie auf der Welt gesehen. Und ich habe schon wirklich viele Orte bereist und nach Ben & Jerry's geguckt. Schaut euch das an. Baked Alaska. Das ist Vanilleeis mit Marshmallow und weißen Beeren. Das ist Ben & Jerry Iced Out. Ui. Ui, Memo, guck mal. Oh mein Gott, Alter, das schaut ganz krank aus. Was? Ach du, oh, das hat die perfekte Konsistenz. Schaut das mal an. Mit Marshmallow. Probieren wir es. Holla die Waldfee. 100 Gramm, 266 Kalorien. Also auch wieder sind wir mit 1000 Kalorien dabei für ein so ein Ding. Stabil, würde ich mal sagen. Stabil. Vanilla Ice Cream with Marshmallow Swirls and White Polar Beers. Keine Ahnung, wo der Marshmallow ist, aber schau dir das mal an. Einfach nur weich. Extrem viel weiße Schokolade drin. Wow. Geiles Ding. Vor allem für alle, die weiße Schokolade lieben, ist es immer was. Das gibt es ja sonst bei Ben & Jerry's nicht so oft. Noch ein bisschen noch. Und jetzt weg damit. Aber schnell. Das Ding ist einfach, also man muss halt bei Ben & Jerry's eine Sache sagen. Die Dinger schmecken eigentlich, also schlecht schmecken die nie. Aber die haben halt einfach so unnormalst viele Kalorien, Alter. So ein Teil, 1000 Kalorien. Und das muss es einem erstmal wert sein. Also dafür finde ich es gar nicht mal so gut, weil es gibt ja Alternativen. Die schmecken genauso gut oder minimal schlechter oder teilweise sogar besser. Und die haben halt nur halb so viel Kalorien. Und denke ich mir so, okay gut, also selbst wenn es zum Beispiel nur minimal schlechter schmecken würde, würde ich es einfach in Kauf nehmen, weil das wäre es mir wert, dafür, dass ich mir so viel Kalorien spare. Hier haben wir Recuperados da Funcho. Das war die erste Süßigkeit, die sie mir empfohlen hat, hier aus Madeira, sollen so Frutis sein, quasi so Bonbons. Das riecht so scheiße geil. Schaut jetzt mal an, das schaut sehr unspektakulär aus so. Und das riecht ein bisschen so wie Anis. Kennt ihr das? Okay. Das wird spannend. Das ist aus irgendeiner Pflanze hier. Die auf Madeira wächst, meinte sie. Ach, das ist Fenchel. Fenchel-Candy. Ah, verstehe. Tatsache, deswegen schmeckt das so ein bisschen so wie Anis. Weiß ich nicht, ob das was für mich wäre. Es schmeckt gar nicht mal so intensiv, aber es ist anscheinend typisch hier. Oh, da haben wir was auf mich die ganze Zeit freut. Ihr wisst ja, ich liebe saure Süßigkeiten. Schau mal her. Chupa Chups Sour Infernals. Sour Infernals. Ich suche ja wirklich nach so den allersauersten Süßigkeiten. So, gucken wir mal. Probieren wir das Ganze mal. Bro, ist das dein Ernst? Soll das denn ernst sein? Das ist ja so ein scheiß Joke. Diese Verpackung, das ist Clickbait. Du guckst das an im Supermarkt und denkst, scheiße, das muss ja so sauer sein. Der hat so, als würde dem das die Zunge wegätzen und alles. Digga, das ist 0,0 sauer. Nicht mal ansatzweise.
Habt ihr das schon mal in Deutschland gesehen? Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht typisch portugiesisch oder typisch katarianisch, maderisch. Aber das habe ich nur hier gesehen. Leider von dieser Rotzmarke hier oben. Ich kaufe davon nie was, aber ich habe die beiden Sachen jetzt hier gesehen. Ich habe das noch nie gesehen, deswegen probiere ich das aus. Aber sonst bitte kein Nestle kaufen, okay? KitKat Pops, Peanut, Corn and Chia Seeds. Also Mais, Erdnuss und Chiasamen. Du heilige Kacke, ist das jetzt aber nichts Gesundes, oder? Schaut das an, so schauen die aus. Ja, okay. Am Anfang enttäuschen. Und dann kommen sie. Ja, ist so dieser gepuffte Mais drin. Also dieses, was wir auch in Schweden hatten bei den Süßigkeiten. Holt mir jetzt nicht so ab. Schmeckt nicht so krass irgendwie. Nicht so intensiv. Ein bisschen zu langweilig. Hier haben wir ein KitKat Cookie Dough. Habe ich auch noch nicht gesehen in Deutschland. Boah, Digga, ein KitKat Cookie Dough. Ach so. Das hier oben ist Cookie Dough. Da soll Cookie Dough drin sein. Okay, nee. Der erste Geschmack war geil. Und dann kommt so ein künstlicher Cookie-Dough-Nachgeschmack. Der ist scheiße. Nee. Auch nicht geil. Also bisher, Tatsache, dieser Kuchen hier, mit am meisten überzeugt, genauso wie das Ben & Jerry's. Oh ja, nee, die Fanta war das Highlight. Das hier. Bisher. Wir haben noch etwas typisch maserisches. Bruder, was ist das denn? Boas del Karma. Auch gemacht hier in Funchal. Und das sollen so typische Kekse sein. Ich tippe mal drauf, dass die ähnlich schmecken wie Spekulatius. Hui. Ich würde sagen, holen wir es mal. Madeira, was kannst du? Schmeckt nach gar nichts. Außer ein bisschen Spekulatius. Schade. Ja, schmeckt ein bisschen wie Spekulatius, aber überhaupt nicht besonders. Also null. Ich weiß nicht, wie sowas eine Spezialität sein kann, Digga. Das gibt's doch überall auf der Welt, oder Spekulatius kommt das ursprünglich hierher. Ist das so typisch portugiesisch eigentlich? Also das hier. Gehört die Fähre. Das hier ist der Gewinner des Abends. Nicht gefolgt von diesem Kuchen, der tatsächlich überraschend gut geschmeckt hat, dafür, dass er so langweilig ausschaut.